erste Halbzeit spielerisch, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten von hinten nach vorne spielen, kompakt stehen. Hat dann natürlich nicht so gut geklappt. Individuelle Fehler haben zu Toren geführt. Ja. Ansonsten hat man halt den Klassenunterschied gemerkt noch, ja, dass die Tempo ein bisschen höher war und die Aggressivität vom Gegner ein bisschen höher war. Haben wir jetzt in der Halbzeit angesprochen und haben mit uns zweiten Halbzeit versucht abzustellen. Das ist uns ganz gut gelungen. Hatten dann das Spiel im Griff. Waren spielerisch eigentlich dominantere Mannschaften, möchte ich sagen. Haben das gemacht, was wir wollten, den Ball laufen lassen und Fußball spielen, so wie wir es vorher noch machen. Und was auch unser Ziel ist, nicht immer nur lange Bälle spielen, sondern von hinten nach vorne kombinieren. Ist natürlich öfter schwer,